Ja, hallo, hier sind die Nachrichten für erweitertes Wissen über Spiele, kurz News. Was haben wir wieder herzlich gelacht? The Last Guardian erscheint am 25. Oktober? Nicht. Ja, es ist tatsächlich wahr, Sony und Team Ico mussten dieses Spiel schon wieder verschieben. Es ist eigentlich viel zu traurig, um dann noch drüber zu lachen, aber naja, so ist es nun mal. Der Grund dafür ist, dass die Entwickler wohl auf unheimlich viele Bugs gestoßen sind, die alle eliminiert werden müssen. Und das sind wohl so viele, dass das Release jetzt auf den 7. Dezember verschoben wurde. Es ist natürlich vielleicht sogar ein recht schlechtes Omen, dass nach all dieser Entwicklungszeit jetzt in der Endphase sozusagen immer noch so viele Bugs auftreten. Also, so sehr ich mich auf The Last Guardian freue, ich werde mit jeder Woche, die verstreicht und dieses Spiel nicht erscheint, zunehmend skeptischer, ob das wirklich noch so ein geiles Spiel wird. Naja, nachdem es jetzt vor 7 Jahren angekündigt wurde und eigentlich 2011 hätte erscheinen sollen, kommt es vielleicht ja auf die paar Wochen auch nicht mehr an. Ebenfalls verschoben wurde Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Ganz ehrlich, wer hat sich diesen Titel ausgedacht? Naja, jedenfalls ist das ja das HD-Remake von Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Das war mal ein 3DS-Titel, aber es sind auch neue Parts dabei, nämlich Kingdom Hearts Chi Backcover und Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage. Verschoben wurde das Ganze jetzt auf den 24. Januar 2017. Eigentlich hätte es schon im Dezember für PS4 erscheinen sollen. Und das, was ihr die ganze Zeit hier seht, das ist der neue Trailer, der zur Tokyo Game Show veröffentlicht wurde. Now I can be one with darkness. Aqua, are you okay? Okay, then. Hier ist keine große Überraschung, denn es haben mal wieder die Spatzen von allen Dächern gepfiffen, dass Ubisoft eine Ezio Collection plant für die neuen Konsolen. Und siehe da, jetzt wurde sie angekündigt. Sie enthält natürlich den zweiten Teil von Assassin's Creed, also den ersten Auftritt von Ezio Auditore da Firenze, genauso wie die beiden weiteren Teile mit ihnen, nämlich Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations. Alle drei Spiele wurden natürlich grafisch aufgebessert und laufen jetzt in einer Auflösung von 1080p. Zusätzlich enthalten sind auch die beiden Kurzfilme Assassin's Creed Lineage und Embers. Und da ja dieses Jahr kein richtiger neuer Assassin's Creed Teil erscheint, hat Ubisoft somit also trotzdem was in den Läden, wenn im Dezember der Kinofilm anläuft. Am 17. November erscheint dann die Ezio Collection für PS4 und Xbox One. Noch einmal, mein Freund. Sehr vielversprechend sieht nach wie vor Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske, aus und auch dazu wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Corvo kehrt zurück und zwar spielt das Ganze 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils, der ja wirklich grandios war, einfach weil man wahnsinnig viel Entscheidungsfreiheit hatte und ganz viele Entscheidungen dann die weitere Story beeinflusst haben. So wird es natürlich auch im zweiten Teil sein. Es wird aber auch neue Fähigkeiten geben, zum Beispiel kann man die Zeit verlangsamen oder auch beim Teleportieren ganz anhalten, um sich ein Ziel auszusuchen. Die deutschen Spieler wird es freuen, dass die USK ein 18er-Siegel vergeben hat und Dishonored 2 komplett ungeschnitten auch in Deutschland erscheint. Außerdem wird auch die englische Sprachausgabe dabei sein für alle, die im O-Ton zocken wollen, was bei einem atmosphärischen Spiel wie diesem hier ja wirklich angebracht ist. Release-Datum ist der 11. November, dann für PS4, Xbox One und PC. Wenige Paper Mario Fans, die den nächsten Wii U Teil namens Color Splash noch ein bisschen skeptisch sehen. Ich muss aber sagen, ich finde, das sieht grandios aus. Ich war aber auch zugegebenermaßen Fan von Sticker Star auf dem 3DS, was ja auch dafür kritisiert wurde, dass so wenig Rollenspielanteile drin sind, also nicht so wie die ganz frühen Teile, sondern dass alles so ein bisschen, naja, nennt man das, casualiger, actionlastiger geworden ist. Hat mir aber gut gefallen und ich finde auch der neue Trailer zu Paper Mario Color Splash sieht extrem gut aus. Ich finde
die Levels sehen fantastisch aus und zeugen von einem wirklich kreativen Level-Design. Ich setze da große Hoffnungen tatsächlich in diesen Titel. Auch das Kampfsystem ist ja anscheinend nach wie vor so semi-rundenbasiert. Allerdings wurde da auch ein bisschen dran geschraubt. Zum Beispiel gibt es auch jetzt Super-Attacken. Und ich finde gerade diese riesen Winkelkatze, ach, die kriegt von mir schon einen Daumen hoch. Also, erscheint am 7. Oktober für Wii U, ist also nicht mehr so lange hin. Help Mario find the stolen colors and save Prism Island. Paper Mario Color Splash. Auf der E3 hat Hideo Kojima ja sein neues Spiel Death Stranding präsentiert und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, obwohl es da eigentlich ja gar nicht wirklich Infos zu gab und eigentlich auch nicht richtiges Spielmaterial. Zumindest mit den Infos, da hat Hideo Kojima jetzt so ein bisschen mal was durchsickern lassen. Zur TGS hat er sich interviewen lassen und hat gesagt, das ist ein Open-World-Action-Spiel mit einigen Freiheiten für die Spieler, aber eben nicht komplett. Also es soll schon so Kojima-mäßig irgendwie ein bisschen storygebunden sein. Es soll wohl auch eine gewisse Anzahl von Online-Features geben, aber die auch nicht so ausschweifend, wie man das vielleicht von anderen Spielen kennt. Also alles so ein bisschen kryptisch und alles sehr vage formuliert. Der Entwicklungsstand steckt aber wohl auch noch extrem in den Kinderschuhen. Also es hieß jetzt, dass es jetzt eine Engine gibt für Death Stranding, was ja erstmal heißt, es gibt sozusagen das mechanische Grundgerüst, worauf man das Spiel dann erstmal entwickeln kann. Und Kojima hat sein eigenes Büro bezogen. Yay! Naja, wenn der einen Stuhl und einen Schreibtisch noch dazu kriegt, dann können die das Spiel ja so langsam mal anfangen zu entwickeln. Nein, nur Spaß. Death Stranding soll dann aber auf der PlayStation 4 Pro in 4K-Auflösung und mit HDR-Support laufen. Also wann auch immer dieses Spiel erscheint, da gibt es ja auch noch kein Datum und so wie man Kojima kennt, dauert das eine ganze Weile. Irgendwann werdet ihr es zumindest dann in ganz toller Auflösung auf der PS4 Pro genießen können. So, das waren genug Versprecher für diese Woche. Ich sag mal, das war's für heute. Nein, das war es natürlich noch nicht ganz. Es gibt ja noch die wunderbare Endcard, wo ich euch natürlich um Däumchen hoch und gerne auch um Kommentare bitte und euch natürlich herzlich dazu einlade, weiter zu surfen auf diesem Kanal. Wie immer gibt es zwei Videos, die verlinkt sind und diese Woche erschienen sind. Am Montag online gegangen ist ein weiterer Teil von Pixel Force. Das ist so die Let's Play Retro-Ecke von den Zock-Kollegen. Und Mike und Kevin haben sich Enter the Gungeon vorgenommen und da ist auch eine ganze Menge Gebäsche dabei. Also wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Retro-Koop-Gameplay. Jetzt habe ich mich schon wieder versprochen. Mann! Dann klickt mal darauf. Apropos Retro, wir sind auch richtig weit in der Spielegeschichte zurückgehüpft am Mittwoch und haben endlich mal wieder eine Top 5 Retro-Werbung angepackt. Dieses Mal zum Commodore 64. Da war richtig geiler Scheiß dabei und was das für geile Werbeclips waren, das guckt ihr euch auch an. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Was ist das denn? Ja, Montag gibt es wieder was. Ich weiß noch gar nicht, was die Jungs vorbereitet haben, aber von mir wird es wohl nächsten Mittwoch dann ein bisschen was zu Forza Horizon 3 geben. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und sagt Tschüss.